Hallo an alle. Heute werden wir uns mal über das Thema Handwerker hier in Thailand unterhalten. Mein heutiger Gast hier ist Stefan. Der hat da eine Menge Erfahrung mit und deswegen machen wir jetzt dieses Interview hier gemeinsam für heute. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Chucky. Okay. So, Stefan, du bist schon längere Zeit hier in Thailand. Im vierten Jahr, okay. Und du hast auch ein Haus hier, was du bewohnst in Thailand, richtig? Wir haben unser Haus, wobei unser Haupthaus ist schon 15 Jahre. Steht ja, das schon? Ja. Das hat damals ein mittlerweile leider verstorbener deutscher Freund mit Sopas, also meiner Frau's Ex-Mann gebaut, der war Bauunternehmer, der ist vor ein paar Monaten verstorben. Ah, okay. Genau, aber wir haben ja ein Gästehaus bei uns, da gibt es ja auch Videos zu. Ja. Und das hat jetzt mein Stiefsohn gebaut mit einer Truppe von Handwerkern. Ich habe auch immer wieder mal einen Handwerker da, sag mal, in Anführungszeichen ganz einfache Leute, die mir einen Hühnerstall gebaut haben, ja. Der Tonnen, ganz netter. Ich habe Erfahrung mit Handwerkern, was Auto angeht, was Elektrik angeht und. Wir haben die Elektrik neu gemacht bei uns auf dem Grundstück. Da musst du dann einen Elektriker finden und dann ist dies und jenes. Also ich kann schon sagen, ich habe eine Menge Erfahrung jetzt hier mit der Art und Weise, wie man hier mit thailändischen Handwerkern umgeht, ohne sie zu verlieren. Aha, ja, okay. Weil wir da ja schon im Thema sind. Ja, ja, richtig, genau. Das ist genau das Thema, was wir eben jetzt hier besprechen wollen, weil hier in Thailand ist es natürlich etwas anders, wie man eben mit Leuten oder explizit auch mit Handwerkern spricht. Mhm. Und falls es Probleme gibt bei der Ausführung des Gewerkes, sage ich jetzt mal, ja, es geht eben darum, dass man hier den Leuten nicht direkt sagen kann, das oder das ist nicht gut, macht das anders. Solche Sachen führen hier eigentlich eher dazu, dass die Leute beleidigt sind oder im ganz schlimmen Fall, dass die Firma eben nicht mehr wiederkommt und eben die Arbeit nicht mehr zu Ende macht. Stefan, hast du da vielleicht bei deinem Haus ein Beispiel, was da vielleicht mal nicht ganz so gut gewesen ist oder wie du mit der Situation auch umgegangen bist? Also ich habe natürlich das Riesenglück, dass mein Stiefsohn hier immer, den schalte ich immer zwischen. Das heißt, der Arm kümmert sich um den eigentlichen Bau oder hat sich um den Bau gekümmert, jetzt um die Renovierung. Und wir werden demnächst auch anfangen, noch einen Anbau zu machen bei uns im Haus. Und das ist vielleicht das Erste, was ich jedem raten kann, ist, wenn man ein größeres Projekt hat, sucht euch einen Teilnehmer, der eure Sprache spricht, der einem vielleicht auch verzeiht, wenn man diese Thainess, dieses Vorsichtige nicht so gut beherrscht, der einem das eher verzeiht und der dann die Kommunikation mit den eigentlich ausführenden Leuten macht. Weil man als Europäer, wenn man in einer anderen Kultur groß geworden ist, mit einer anderen Sozialisierung hier in viele Fettnäpfchen treten kann. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ne? Also ich nehme mal ein Beispiel von unserem Gästehaus. Kurze Frage, du meinst also sowas wie einen Bauleiter dazwischen? Genau. Ja? Ich meine sowas wie einen Bauleiter, irgendjemand, der die Fäden in der Hand hat, der auch dem einen Handwerker sagt, hör mal zu, du morgen nicht. Der muss erstmal das fertig machen, weil sonst habe ich selber schon erlebt. Mhm. Da kommen 5 Leute, wobei eigentlich klar ist, 3 von denen können gar nicht arbeiten, weil die anderen 2 erst was fertig machen müssen. Ja. Die kommen aber trotzdem. Mhm. Und die wollen auch bezahlt werden. Und die suchen sich dann nicht irgendeine andere Arbeit und schaufeln so lange irgendwas weg, was sie dann später gespart haben. Also so Situationen hatte ich. Mhm. Ja. Also so, die warten dann, bis eben die andere Firma die kommen fertig ist. Nehmen ihr Geld und gehen wieder. Und so, und wenn man dann aber jemanden Thailändisches hat, der sagt, hör mal, du hast so super gearbeitet, mach mal morgen, übermorgen Pause und dann geht's weiter für dich, dann ist das eine andere Nummer, als wenn ich denen das als Europäer sage. Ja, aha, okay. Ich hatte eine Nummer, also ein Beispiel wäre Fußleisten im Haus auf Gärung. Ist jetzt so ein bisschen, Fußleisten sind hier nicht üblich. Also wir sitzen hier jetzt in so einem Coworking Space. Hier sind auch keine. Ich habe mal eben schon geguckt. Ja. Fußleisten ist eine ganz unübliche Nummer, aber meine Frau wischt halt nass.
Und wenn du dann keine Fußleisten hast, sehen die Wände halt irgendwann aus wie Sau. Ich wollte Fußleisten im Gästehaus. So, dann ist auch jemand gekommen, hat Fußleisten gemacht. Die waren aber alle nicht auf Gärung. Das zahlt nicht schön aus. So, was hat der Am als mein Bauleiter dann gemacht? Der hat gesagt, hör mal, das ist super mit den Fußleisten hier, aber der hat sich das schon wieder anders überlegt. Lass die mal liegen, mach mal lieber erst das und das. Und hat es dann nachher selber gemacht. Kappsäge, Gärung, draufgesetzt, mit Acryl die Naht abgearbeitet und dann noch mit einem kleinen Pinsel in der gleichen Farbe über die Fußleisten das Acryl abgetupft. Oh, wow. Perfekt geworden. Wow, ja. So, wenn der jetzt dem Maler gesagt hätte, hör mal, die Fußleisten hier, das sieht scheiße aus, dann wäre der gar nicht mehr gekommen. Also dieses... Ich habe da gerade einen Blogartikel, s-glut.de, ich habe da gerade tatsächlich einen Blogartikel drüber geschrieben, positive Verneinung. Also du sagst, und gerade einem Handwerker, bei jemand anders wäre das ja vielleicht noch egal, aber gerade einem Handwerker, würdest, kannst du nicht sagen, das ist, boah, die Elektrik hier, boah, was eine Katastrophe. Ja. Da sagst du immer, die Kabel sind super verlegt, aber tu mir doch einen Gefallen, beschrifte mir doch noch die Sicherung irgendwie so, dass ich nachher auch weiß, wie, was und wo. Du musst es immer positiv drehen. Du musst immer erstmal fünf Sachen finden, die gut sind. Und dann kannst du vielleicht auch mal eine Sache irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge. Der kommt halt sonst nicht mehr. Dann fühlt er sich beleidigt, in seiner Ehre gekränkt. Und das ist das Wichtigste hier in Thailand. Dass sie das Gesicht nicht verlieren. Dass sie das Gesicht nicht verlieren. Ja. Die wollen nicht irgendwie für irgendwas blöd angemacht werden. Mhm. Man muss es positiv verpacken. Man muss es bloß im Restaurant fünf Sachen bestellt, total lecker, die sechste Sache völlig versalzen. Kannst nicht sagen, hier, das geht zurück, das ist total versalzen. Dann sagst du mal, das war lecker und so lecker habe ich das noch nie gegessen und das war auch, aber so, dann geht das irgendwie. Aber du musst erstmal die anderen vier Sachen in den Himmel loben. Ja. Sonst ist doof. Sonst brauchst du nicht mehr kommen. Ja. Also ist meine Erfahrung. Jetzt ist das vielleicht bei mir da draußen auf dem Land auch immer nochmal eine andere Nummer wie bei dir in der Stadt. Nein, das habe ich auch schon öfters so gehört, dass das im Allgemeinen so ist. Also wenn man jetzt, sage ich mal, so mit deutscher Manier ziemlich direkt eben was sagt oder kritisiert, was jetzt ja für uns relativ normal ist, dass das hier dann wirklich Magenschmerzen verursacht bei den Leuten und im schlimmsten Fall also auch wirklich dann am nächsten Tag eben nicht mehr kommen und die Arbeit nicht zu Ende machen. Das ist ganz einfach so. Ne? Das ist nicht nur auf dem Land so. Aber erzähl weiter. Ja, das weiß ich nicht, das erlebt, wo mir das am Anfang aufgefallen ist. Ja. Ich war mal ein Jahr in Indien, ne? Und wenn du in Indien Straßenverkehr unterwegs bist, da hupt jeder ständig. Hier hupt ja kein Mensch. Nee, das stimmt, ja. Das wundert mich auch, dass hier nicht gehupt wird, ja. Das stimmt. Naja, das ist aber die gleiche Nummer. Das ist die gleiche. Wenn dich jemand anhupt, dann heißt das, du hast was falsch gemacht. Nicht stören. Macht man nicht. Ja. Man weist niemanden darauf hin, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja. Ja, das stimmt wohl. Dann macht man es. Ja. Du verlierst sein Gesicht. Mhm. Man kann das ansprechen, aber man muss das auf eine sehr feinfühlige Art, und das fällt mir auch schwer. Da ticke ich, glaube ich, auch zu sehr deutsch. Ja. Dann, deswegen habe ich ja, gerade wenn ich, wir hatten das Thema Handwerker, wir haben über einen Handwerker gesprochen. Ja, genau. Deswegen habe ich da jemanden dazwischen geschaltet, den Bauleiter, wen auch immer, der das für mich macht. Mit dem ich abends über die Baustelle gehe und sage, guck mal, das ist gut, das ist gut, das ist gut, aber da, guck doch mal, könnte das nicht noch anders machen. Aber du redest dann jetzt auch von einem thailändischen Bauleiter? Genau. Oder? Ja, das ist halt Familie. Ja. Das ist halt Familie. Und wenn ich dann mit dem durch das Haus gehe und sage, guck mal, alle Fliesen super, aber hier, dok, 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 die ist hohl, aber kümmert der sich darum. Aber der mit dem Bauleiter kannst du dann schon in Anführungsstrichen Deutsch reden. Ja, klar, der war ja auch schon ein paar Mal bei uns in Deutschland zu Besuch, der kennt Deutschland. Ja, Das ist halt Familie, das ist nochmal eine andere Nummer. Innerhalb der Familie ist das nochmal eine andere Nummer. Ja, also Fliesenleger, das ist übrigens auch genau so ein Beispiel. Ne? Und in Deutschland hättest du gesagt, hier Fliesenleger, die drei Fliesen müssen raus. Ja, kannst du hier nicht machen. Kannst du hier nicht machen. Was hat er am gemacht? Er hat sich mal einen Dremel genommen, hat die Fliese angebohrt, hat die mit flüssigem Beton aufgefüllt, hat halt oben zugeschmiert und dann mit weißer Farbe abgetupft. Du siehst nichts mehr, aber es hört sich auch nichts mehr hohl an. Da hat er an zwei Fliesen, glaube ich, drei Tage rumgefummelt, mit Strohhalm da Zeug reingepustet und keine Ahnung, weil dem das unangenehm war, dem Fliesenleger dazu sagen, weil das ein Freund von seinem Vater war. Das geht nicht. Ja, das
Ja, und dann noch Familie, ne, sozusagen. Da untereinander, genau. Das ist ja ganz schwierig. Also da Kombination. Die muss man hier echt. Ja. Hat mich am Anfang manchmal in den Wahnsinn getrieben. Das glaube ich. Mhm. Ja. Ist auch, sage ich mal, für uns als Ausländer gewöhnungsbedürftig und auch natürlich ein Lernprozess, dass man das hier explizit in Thailand eben nicht so machen kann. Ne? Am Anfang habe ich gedacht, die sind alle verrückt. Mhm. Wie kann das sein? Also da ist eine Dienstleistung, ja. Die habe ich bezahlt und aber nicht bekommen. Das muss ich doch ansprechen können. Genau, so denkt man nämlich. Ja, so so habe ich am Anfang getickt. Ja. Dann habe ich irgendwann gesagt, Alter, reg dich nicht auf, es ist, wie es ist. Der Rheinländer sagt, es küt, wie es küt. Hätten auch immer gut gegangen. Nützt alles nichts. Ja. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, sogar an dem Punkt, dass ich das zu schätzen weiß. Dass hier nicht jeder direkt den anderen anblökt, sondern das auf eine höfliche Art und Weise macht. Nur fällt es mir manchmal schwer, es zu verstehen, weil ich das nicht lesen kann. Ich verstehe das nicht. Ja, ich bin ja nicht mit groß geworden. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Ja, da kommt meine Frau und sagt mir, ja, super Sache, bla bla bla. Und am nächsten Tag sage ich, okay, dann jetzt los nicht. Machen wir doch nicht. Ich sag, wie? Du hast doch gesagt, super Sache. Ja, aber ich habe doch gesagt, vielleicht irgendwann. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann sagst du so, Paar, ey, lass uns doch mal, ja, tolle Idee, super, machen wir. Aber heute nicht. Dann weiß ich, mittlerweile, da hat die keine Lust zu. Die würde mir aber nicht sagen, was für eine Schnapsidee. Die sagt mir dann, super Sache, aber heute nicht. Aber heute nicht, ne? So, bei meiner Frau habe ich das verstanden. Und so paar lange in Deutschland gelebt, die ist auch mittlerweile gerade raus. Die sagt mir auch hier, und zeigt mir den Stinkefinger und sagt, Alter, mach deinen Scheiß alleine. Ja. Wenn du Hunger auf dem Butterbrot hast, weißt du, wo der Kühlschrank ist. Aber das ist halt die Ausnahme. Ja. Also Kritik an anderen Leuten hier öffentlich zu äußern, das darf man hier auf gar keinen Fall machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Öffentlich sowieso nicht. Öffentlich, ja, genau. Und gibt es auch einen strafrechtlichen Hinweis, den man nochmal ansprechen kann? Ja. Also hier sind schon Leute verknackt worden, weil sie eine Hotelkritik geschrieben haben, die schlecht waren. Auch wenn in der Sache du sogar recht hast, darfst du niemanden öffentlich beleidigen. Und in dem Fall würdest du ja das Hotel beleidigen. Genau. Und da ist jemand für verknackt worden. Mhm. Auch wenn das in der Sache sogar nachweislich richtig war, was er geschrieben hat. Aber er hat das Haus öffentlich in einem schlechten Licht dargestellt. Ja. Und das darfst du nicht. Mhm. Kann man das auf viele Bewertungen hier in Thailand beziehen, wie zum Beispiel auch beim Shopping, Online-Shopping, wenn da jetzt Bewertungen sind, wie zum Beispiel Lazada. Lazada ist ja hier eine relativ große, ist ja so eine Plattform, das ist ja so das Amazon von Thailand. Kann man das auch auf Bewertungen, sage ich mal, vielleicht generell beziehen auf solche Online? Ich weiß nicht, wie weit Lazada das hier in China gehostet ist oder hier, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Also ich würde bei Lazada keine negative Bewertung einstellen. Ich würde eher keine Bewertung einstellen. Ja. Aber ich würde da, gerade zumal ich Gast hier in dem Land bin, auch ich bin hier der Ausländer. Ja. Ich möchte hier nicht unangenehm auffallen, das würde ich nicht machen. Das meinte ich jetzt eben damit, dass das, wenn das jetzt auf so ein Hotel zutrifft, vielleicht auch auf mögliche andere Online-Plattformen hier zutrifft, Shopping oder Bewertungsportalen, wie auch immer eben. Also dann lasse ich das, dann halte ich mich halt zurück. Ja. Aber ich würde nicht in der Öffentlichkeit einem Thailänder sagen, dass das, was er da anbietet, nicht zu meiner zufrieden. Mhm. Mhm. Weil die hier so empfindlich sind, was das angeht. Ja. Ja, also das ist zumindest ist mein Empfinden so. Ja. Das heißt nicht, dass man nicht auch Dinge nicht ansprechen kann, wenn sie nicht in Ordnung sind. Aber du musst halt immer genau überlegen, wem sagst du das, in welchem Rahmen sagst du das und um Gottes Willen nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Ja, wie gesagt, das ist für uns natürlich ein immenser Lernprozess. Weil das bei uns natürlich absolut nicht üblich ist, eben mit seiner Meinung oder mit seiner Kritik so zurückhaltend zu sein. Das ist schon der große Unterschied, aber das ist hier in Thailand sehr, sehr wichtig. Und deswegen machen wir dieses Video auch heute, um allen Thailand-Auswanderern oder auch Touristen eben mal hier diese Sache. Urlaubern auch, natürlich. Genau, um das eben mal nahe zu bringen, dass das hier also eine relativ schlechte Idee ist, ne? Sowas zu machen. Also es ist
natürlich für den Thailänder dann auch, wenn du ihn in Anführungszeichen, du kritisierst ihn. Ja. Du beleidigst ihn. Mhm. Willst ihn ja gar nicht beleidigen, aber du kritisierst irgendwas an ihm oder seiner Arbeit. Ja. Dann wird der Thailänder in der Regel trotzdem erstmal gelassen bleiben. Mhm. Der Thailänder. Also meine Erfahrung ist, dass viele Thailänder erstmal gelassen bleiben. Die werden das nicht. Die verlieren ihr Gesicht, wenn sie darauf eingehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wie du schon gesagt hast, die kommen dann halt nicht mehr. Die kommen dann eben. Die kommen dann ja, nicht genau. mehr. Ja, genau. Also die kritisieren nicht zurück oder schimpfen. Genau. Das werden die nicht tun. Aber die es zeigen. Es sei denn, du übertreibst es. Ja, okay, dann schon. Und wenn du es richtig übertreibst, dann platzen die. Und das sind die Situationen, wo es auch gefährlich wird. Gerade wenn Alkohol im Gespräch ist. Ja. Also das sind dann die Dinge, wo es gefährlich wird, wo ich auch jedem raten kann. Ja. Sofort zurückziehen. Das stimmt, ja. Ja, ich habe das schon mal auch von anderer Seite gehört, um das Thema jetzt nochmal aufzugreifen, dass das, dass die Thailänder wirklich sehr, sehr friedliebend sind. Ja. Aber wenn das maßvoll ist, bis hier oben hin, dass die dann auch wirklich richtig explodieren und dass es dann auch zu Verletzten oder vielleicht zu, manchmal zu Toten kommt, ja. Weil dann haben die sich nicht mehr unter Kontrolle sozusagen. Ja. Das ist ja, ja, das stimmt schon. Ja. Also das habe ich auch schon im entfernten Verwandtenkreis hier mitbekommen, dass Leute wirklich total aus ja. total ausgerastet ja. ja. Auf der Familienfeier, wo da jemand hatte nichts mit uns zu tun, war auf der anderen Seite der Feier, aber da ist jemand total aus der Hose gesprungen, ja. weil er sein Gesicht verloren hat. Mhm. In das in der Öffentlichkeit. Ja, das ist ganz schlimm für die, das ist schlimm für die Leute hier, das stimmt, ja, genau. Also jemanden beleidigen, das Gesicht verlieren ja. lassen. Das geht gar nicht. Ja. Zieht euch raus aus der Situation, auch im Restaurant, wenn es mal nicht geschmeckt hat. Man muss nicht immer alles ansprechen, wie ein Teil hat. Dann geht halt nicht mehr hin und gut ist. Genau. Ja. ja. Also Fazit, wie gesagt, für Auswanderer und explizit natürlich für Touristen. Also haltet euch da zurück mit diesen Sachen, dann ist auch alles schick. Genau. Und das war eben. Überlegt euch eure Kritik zweimal, gerade online, ja. irgendwie Hotelbewertungen oder irgendwas. Genau, ne? Ja. ja. Und wenn, formuliert es positiv, positive Verneinung. Genau. Das Fitnessstudio war super, das Zimmer war super, alles war super, die Bar war super. Ja. Ich hätte mir nur gewünscht, dass der Pool auch super gewesen wäre. So, dann weiß jeder, was gemeint ist, ja. Ja, genau. Das dann stimmt. Ist es eine positive Verneinung und ja, ich glaube, genau. dann ist es auch in Ordnung. Ja. Aber man muss schon sehr genau darauf achten. Ja, genau. So. So, das war uns auch wichtig mit dem Video von heute, um euch das mal nahe zu bringen. Stefan, wo kann man dich und deine Videos erreichen? Also, oder ansehen? Der Hauptspot im Moment ist www.s-crew.de. Das ist meine Homepage. Da klickt ihr auf Videos, da liegen jetzt schon 60, 70 Videos. Ich bin jeden Tag dabei, 6, 7 Stück da hochzuladen. Dann könnt ihr natürlich auf Facebook gehen, da einfach nach Stefan entdeckt die Welt suchen. Da gibt es eine Gruppe, das ist so der Hotspot für die Hardcore-Fans. Da quatscht man auch mal oder schickt sich lustige Sachen hin und her. Und es gibt die Seite und da bitte ich alle, die Lust haben, guckt doch da mal rein, drückt auf Gefällt mir. Das sind schon über 1100 irgendwas Leute, die das gemacht haben. Und mein großes Ziel wären die 5000. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Facebook, Stefan entdeckt die Welt. Ich kann dir mal den Link schicken. Ja, mache ich unten mit in die Videobeschreibung mit rein. Genau, genau. So, da könnt ihr mich finden. Und dann auf s-du.de gibt es auch den Blog. Ja. Ich schreibe schon länger immer auch mal einen Blogartikel. Gerade über das Thema habe ich was geschrieben. Auch sehr interessant, die Blogseite übrigens. Ja, und genau. Genau, da könnt ihr mich finden, ja. Okay, gut. So, dann wären wir schon am Ende mit dem heutigen Video. Also, wenn es euch gefallen hat, dann bitte Abo dalassen. Abo dalassen und auch ein Like. Und dann könnt ihr nichts mehr von unseren Videos verpassen. Kommentieren, natürlich. Ne, das. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Macht's gut. Gerne. Seid nett zueinander. Gerne. Tschüss.